Der müsste eigentlich auch eine Launch-Control haben. Ist wahrscheinlich. Wahnsinn! Fette Steine. Boah! Alter, wirklich heftigst! Echt? Als Fahrer hat sich jetzt gar nicht so schlimm an. Ja, weil du dich festhalten kannst, aber bei mir so. Und ich weiß, wann ich voll krass! Man sieht dich ja kaum. Ja, ich weiß. Ich sitze ja nahe da, das passt schon. Jetzt ist der Fahrer wichtig. Boah, Alter, krass! Also da ist wirklich, wirklich Kraft dahinter. 466 PS hat er. Von 0 auf 104,1 Sekunden. Also, das ist schon eine Leistung, hey. Aber es ist schon echt ungewohnt, wenn man so lange keinen Schalter mehr kann. Also, für mich ist es sowieso immer ein neues. Also, ein anderes Auto zu fahren ist immer noch neu. Aber die Schaltung lässt sich gut. Alter, der hat bei 2000 Drehungen so eine Kraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Welcher Gang ist das jetzt? 7? Wollte ich sehen, keine Ahnung. Macht ja nichts. Schön Spaß. Breite geht einigermaßen. Fährst auch schon ein ganz Stück sicherer jetzt als eben gerade am Anfang noch. Für mich jetzt. Man muss sich erst dann gewöhnen, der lenkt halt natürlich ganz anders da als unser altes Auto. Der lenkt sehr direkt. Ja. Also das ist schon richtig krass. Und hart ist er natürlich, aber nicht zu hart. Nee, geht eigentlich. Ist angenehm, ja. Man kann den ja auch aus Sport rausnehmen, dann wird der weicher. Ah. Echt schade, dass sie den nie mehr mit Frontmotor bauen werden. Echt schade. Ist halt echt einzigartig so. Ich glaube, ich werde nur hier draußen zum Spaß ein bisschen fahren, so in der Stadt oder so. Willst, das ist mir zu. Ich habe dann echt Angst, dass ich das Ding irgendwie kaputt mache. So einmal da durch den Ort fahren, ein bisschen angeben. Das darfst du dann nachher machen. Ich will jetzt nochmal hier irgendwo Gas geben. Auf die Landstraße, nichts durch den Ort. Kannst du ja dann bei der Autobahn, wenn du willst, mal. Ja. Kann man mal auf- und abfahren. Ja. Mit Head-Up-Display muss ich mich erstmal dran gewöhnen, das ist eigentlich voll cool. Ich sehe auf der Straße, wie schnell ich fahre. Weil du hast ein Sportauto und da finde ich, da sollte man nicht irgendwo runterschauen und suchen und sonst was, sondern wirklich die wichtigsten Sachen direkt vorm Auge. Das ist eigentlich richtig, richtig nice. Also schon. Knubbel. Ja. Das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber passt. Ja, ich darf.